Du hast vielleicht gerade überhaupt keinen Kontakt mit deinem Herzensmenschen oder ein bisschen Kontakt und erfährst aber nichts und möchtest aber gern wissen, was ist denn überhaupt los bei ihm aktuell? Was ist sein Top-Thema oder ihr Top-Thema? Ihr wisst, wir sind im Kollektiv, Personenkarten sind geschlechterneutral. Ja, und da schauen wir jetzt mal nach, was denn bei deinem Herzensmenschen aktuell Top-Thema ist. Wenn du Single bist und du jetzt aktuell keinen Menschen in deinem Herzen hast, wo du sagst, könnte ich mir was vorstellen, dann kann es natürlich auch sein, dass du den Menschen kennenlernst und dann vielleicht durch ein Gespräch, dass dann irgendwas mal rauskommt, wo du denkst, hä, Moment, das habe ich doch in meiner Legung gesehen, ne? Dass das jetzt seine Themen sind, die du dann irgendwann später vielleicht auch erfahren wirst. Aber wir schauen jetzt mal nach, dein Herzensmensch, dein Gegenüber, was ist aktuell Top-Thema und wir sind natürlich in deiner Richtung von der Energie. Greife ich die Energie und möchte natürlich schon wissen, was ihn da, ob du noch in seinen Gedanken bist, was da genau los ist in deine Richtung. Also von der Energie greife ich die Energie bei deinem Herzensmenschen. Was ist da Top-Thema in Bezug auch auf dich, was da genau los ist? Und da schauen wir jetzt mal nach. Ein ganz, ganz herzlich liebes Hallo an euch alle, für euch ganz herzlich lieb von mir umarmt. Danke, dass es euch gibt und danke für eure wundervoll lieben Kommentare wieder. Es ist so wunderschön. Kollektivlegung, ihr wisst ja, kann nicht für jeden zutreffen, aber der ein oder andere Teil ist vielleicht für dich dabei, wo du sagst, ja, das Puzzleteilchen brauche ich für mich, für meine persönliche Situation. Und dann pickst du dir das raus und ihr macht das alles so wundervoll. So, wir schauen nach. Was ist bei deinem Herzensmenschen Top-Thema? Was ist da los? Geht schon mal richtig gut los. Wir haben den Stern. Also wir haben ja schon mal was Positives. Also fängt schon mal richtig gut an. Und zwar geht es nämlich hier in die Zuversicht. Ja, vielleicht auch diese Erleuchtung. Ne? Also wir haben hier, das ist auch eine wirklich positive Karte. Und da ist so, dass er vielleicht gerade so ein bisschen drinsteckt. Wir haben hier so ein Zwischendingsbums, da vielleicht auch die Depressiv, bisschen depressiv, wo er auch ist, müde, dieses Verwirrte. Aber aus dem, sage ich jetzt mal, haben wir hier so ein bisschen auch Bewegung drin in diese Erleuchtung, ne? In dieses Positive, in die Zuversicht reinzugehen. Weil da ist schon auch Emotion mit. Emotion wird hier auch mitgezeigt. Und an diesem Punkt. Das ist ein Hauptthema, Emotion, Gefühl. Und da schauen wir rein. Vielleicht geht es ja auch ums Vermissen. Wir gucken nach. So, dann haben wir fünf der Kelche. Fünf der Kelche. Ach, ja, das passt jetzt mit dem Stern, was ich jetzt vorhin mit gesagt habe, ganz gut dazu. Dieses Verwirrte, ne? So ein bisschen, ja, diese schwere Stimmung auch, diese Last. Und das zeigt sich ja auch bei den fünf der Kelchen, da geht es nämlich hier in die Enttäuschung. Die Enttäuschung und da er oder sie bedauert hier auch was. Also da er ist jetzt aktuell in einem Prozess, wo er eigentlich an irgendwas scheitert. Wir schauen aber nach, was es ist. Aber trotz alledem, auch wenn es ein schmerzhafter Prozess jetzt gerade ist, wir schauen, was sich genau zeigt mit diesem Prozess, weil irgendwas ist ja definitiv auch, was das Positive ja auch wieder zeigt, diese Erleuchtung, die ich vorhin angesprochen habe, diese Zuversicht. Und da diese Traurigkeit, vielleicht hat er auch einen Fehler begangen, vielleicht ist es sich auch dessen bewusst, was hier gelaufen ist. Aber wunderschön, hier ist auch ein Aufbruch zu sehen. Schmerzhafter Prozess, auch ein Aufbruch. Und wieder was Positives. Es geht hier aber auch um Vergebung. Ne? Vielleicht hat es mit dir zu tun, mit der Vergebung. Oder mit sich selbst. Wir schauen. So, jetzt haben wir noch die Acht der Münzen. Acht der Münzen. Das baut sich was langsam auf. Da ist dieses Problem, dieser Prozess, den wir vorhin gesehen haben, dieses Problem, was dein Herzensmensch hier hat, da ist so dieses Schritt für Schritt löst sich hier auch was. Weil hier ist der Anfang. Der Anfang, hier geht es aber bei ihm oder bei ihr auch um eine Beziehung. Beziehung im Allgemeinen. Aber wir sind ja auch hier in der Energie im Bereich in deine Richtung. Hat ihn wirklich wieder so ein Stück Ehrgeiz auch gepackt. Er struggelt hier zwar noch ein bisschen rum,
Aber was ist aktuell sein Top-Thema? Finde ich, haben wir schon mal einen wundervollen Anfang. Ein Prozess hat begonnen. Hier wird irgendwas, der Aufbruch ist da. Allem diese Emotionen würde mich jetzt hier auch noch mal interessieren, aber ihr wisst ja, die Klarheit ist euch gewiss. So, okay. Dein Herzensmenschen habe ich hier ziemlich klein aktuell liegen, zurückgezogen. Wenn er vielleicht nach außen immer dieses Aufbrausende, dieses boah, groß und hin und her gezeigt hat, habe ich ihn jetzt aktuell, habe ich ihn da liegen, dass er eigentlich so dieses Zurückgezogene so ein bisschen. Ich habe ihn nachdenklich liegen, vor allem dieses Zurückgezogen, weil ich habe bei ihm ganz deutlich zu sehen, ist schön, ja, finde ich jetzt fantastisch, was hier gezeigt wird, schon in der ersten Reihe. Ich habe bei ihm dieser Schmerz, der weiß nicht mehr wirklich, was oder wem er richtig glauben soll im Draußen, an der Oberfläche, was da genau ist. Denn er macht sich Gedanken, weil irgendwas ist hier, Lugbetrug, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Und kann auch sein, dass die Unehrlichkeit auch in deine Richtung, was ihn hier beschäftigt. Und das ist aktuell sein Thema. Wenn dein Herzensmensch ja aktuell im Rückzug ist, was die Kommunikation betrifft, oder aber ihr in der Kommunikation seid und du merkst, aber irgendwie ist der hier ein bisschen verschlossen, irgendwas sagt der Junge nicht, ne? Dann lass es auch so stehen. Lass es so stehen. Die Klarheit bekommst du jetzt hier auf jeden Fall, denn es hat ja mit dir auf jeden Fall zu tun. Bei dem Herzensmenschen, was ich ja als Top-Thema sehe, ist auf jeden Fall diese Entscheidung, Liebe. Weil hier hat sich wieder richtig was getan, richtig was entwickelt. Und aktuell ist ein Top-Thema, wo es ihm richtig mies geht, hat mit Verbindungen zu tun, mit Beziehungen. Finde ich fantastisch, was wir hier vorne auch schon gesehen haben. Und da ist so sein Thema. Ihm wird bewusst, dass er sich blenden lassen hat, dass er enttäuscht wurde, sich selber enttäuscht hat und eigentlich hier komplett in diesem Struggle drin hängt, diese Kummer, die Gedanken, dieses sich klein fühlen, diese Unruhe, die innere Unruhe, die Unsicherheit, dieses Instabile und eigentlich tut es ihm weh. Ich habe den Herzschmerz wirklich bei deinem Herzensmenschen liegen. Erfolg, es geht hier kleine Schritte, wir haben ja Schritt für Schritt die Lösung, ja, aber ich habe hier kleine Schritte. Und es ist auch so, dein Herzensmenschen, ihm wird bewusst, wir haben hier auf der Bewusstseinsebene liegen, dass er immer wieder klein gemacht wurde, dass hinter seinem Rücken Sachen abgelaufen sind, dass er ja nicht wertgeschätzt wurde, dass einfach ein falsches Spiel von außen auch immer wieder gegeben wurde. Das ist aktuell sein Thema. Aktuell sein Thema habe ich übrigens auch. Finanziell ziemliche Themen. Also heißt nicht, dass jetzt hier am Hungertuch nagt oder so, dein Herzensmensch. Nur habe ich hier Probleme liegen, weil das ein oder andere hier wirklich muffgeballt reinkommt, was ihn so richtig wie den Boden unter den Füßen wegzieht. Weil ich habe ein ganz großes finanzielles Thema gerade bei deinem Herzensmenschen liegen. Kann auch sein, dass es hier gerade eine berufliche Veränderung bei deinem Herzensmenschen gibt. Und da, ich habe Probleme, ich habe Ärger, ich habe Stressfaktor. Kann auch sein, dass er aktuell vielleicht auch krankgeschrieben ist oder sich dann eine Auszeit auch nimmt. Ich habe aber wirklich die Veränderung liegen, ich habe diese Schwere. Ich habe diese große Last auf seinem Herzen. Also ich habe ihn komplett nicht in der Leichtigkeit liegen, auf gar keinen Fall. Ihm geht es wirklich nicht gut. Und da ist er wirklich in einem Prozess drin, in einem für ihn härteren Prozess, egal ob er, was er dir im Außen zeigt oder was du mitbekommst. Und der Prozess ist aber auch das, dieses Emotionale, was wir vorhin auch gesehen haben, wird hier nochmal gezeigt, denn da ist auch diese Schwere, denn er kommt wirklich in wie dieses Erwachen, dieses, vor allem diese Erkenntnis, hey, ich habe ja auch noch ein Herz, da sind ja auch noch Gefühle da, wow, und Liebe gibt es ja auch, wo er immer vielleicht kühl gewesen ist, das weggedrängt hat, den Schalter umlegen konnte. Falsche Reaktion in der Kommunikation, vielleicht auch ganz abrupt die Trennung von dir, der Rückzug von dir oder dieses Buff kalt, nein, ich will da nichts mehr, ne? Und oder aber auch, ich möchte hier bloß eine F plus, mehr nicht. Ne? Das ist das, das war komplett alles in der Lüge da, dass ich selber was vorgemacht und wir haben hier diese Erkenntnis, dass er dieses Kartenhaus, was er aufgebaut hat, nicht mehr halten kann. Es fällt hier komplett zusammen. Denn bei ihm habe ich dieses Weiche.
dass ja auch mal diese Wärme, die immer wieder verdeckt hat, ihn weggedrückt hat, auch wenn ihr jetzt Kontakt habt, wie gesagt, da haben wir diesen Prozess liegen. Bei dir habe ich dann auch liegen, solltet ihr jetzt Kontakt haben, wenn ihr noch keinen Kontakt habt, kann es dann auch sein, dass es dann auch so ist, dass du in dieses Gefühl reinkommst, ja Moment, irgendwie ist der so ein bisschen anders zu mir. Wärme vielleicht auch. Und da sagst du dir, ich traue dem Braten nicht, irgendwas passt doch hier nicht, da stimmt was nicht. Ne? Wer weiß, was hier wieder vor sich geht, was kommt jetzt hier gleich wieder? Leg das bitte ab, weil in dieser Legung, gut, wir sind im Kollektiv, aber in dieser Legung habe ich, wenn du das denkst, diese Angst, diese Befürchtung auch, okay, hier kommt wieder ein Schlag oder ein Tritt mitten ins Herz, ne, so ein Stich ins Herz rein. Das ist einfach nur, wie gestellt es falsch ist, weil dann gleich wieder ein Rückzug geht. Ne? Rückzug kann schon sein, ein kleines bisschen, aber hat nichts damit zu tun, dass er das Ganze wieder mit dir beenden möchte. Aber bei dem Herzensmenschen ist es einfach nur so, er zeigt dir dann sein wahres Gesicht, das Innere, was in seinem Inneren vor sich geht, dieses Weiche, diese Wärme, diese Zuneigung. Wie gesagt, bei ihm habe ich aktuell wirklich Chaos liegen. Inneres Chaos vor allem, innerlich komplett. Er ist wie zerrissen. Ich habe ihn total verwirrt hier auch liegen und komplett umhüllt eigentlich von Ängsten. Nichts klappt mehr. Da funktioniert auch nichts. Vielleicht was Kleines, mal ganz kurz und ne, kommt das nächste wieder. Und das nächste ist dann in mehrfacher Form wieder größer und ne, drückt ihn da so richtig auch immer wieder runter. Also ich habe ihn auch wirklich gehemmt von seiner Zielstrebigkeit gerade liegen. Wo ich ihn aber nicht gehemmt liegen habe, ist dieses Annehmen, was die Liebe betrifft, die Zuneigung, die Zuversicht, vor allem diese Herzberührung. Das ist ein ganz großer Punkt. Und da ist auch das, die Entscheidung ist für ihn getroffen. Die Entscheidung, wo er komplett immer diesen Stressfaktor gesehen hat, Liebe, Beziehung und so weiter. Vielleicht wusste er auch oder weiß, dass von dir mehr Gefühle da sind. Und konnte es vielleicht nie richtig so erwidern, ist vielleicht immer wieder in den Rückzug deswegen gegangen, weil er darauf nicht reagieren konnte. Immer wenn da irgendwas war, was Gefühle betrifft, du ja, deine Gefühle ihm offenbart hast oder er gemerkt hat, wow, hier ist, das ist so weich, das ist so diese Wärme, diese Geborgenheit, konnte er nichts damit anfangen und ist dann vielleicht wieder in den Rückzug gegangen. Ist aber das, weil er, wie gesagt, sein Kartenhaus immer wieder hier stabil halten wollte. Aber das bricht hier komplett zusammen, weil bei ihm ist die Entscheidung ganz straight getroffen und das ist die Entscheidung für die Liebe fürs Herz. Er kommt in diese Wärme, in diese, ja, auf der Gefühlsebene, nimmt Kontakt damit auf. Er ist jetzt connected mit dir, mit seinem Herzen. Denn du liegst ihm sehr am Herzen. Und Gefühle, die auch immer wieder wie weggedrängt worden sind von seiner Seite aus, die vertiefen sich jetzt immer mehr, immer mehr. Klar, ein kleines bisschen haben wir immer noch so einen kleinen, ja, eine Verzögerung. Wir haben hier keinen Stillstand, wir haben eine Verzögerung hier drin liegen, wo es einfach vom vierten Gang einfach mal in den ersten oder zweiten Gang mal runtergeschalten wird. Aus dem Grund, weil er wieder in dieser Sortierung ist, weil das ist wirklich eine größere Veränderung für ihn. Und da, wir haben aktuell, sein Top-Thema ist die Liebe zulassen, dieses sich fallen lassen können. Und da, wie gesagt, ganz, ganz viel in seinen Gedanken, in dieser inneren Unruhe. Weil das, was von außen hier gerade alles kommt, das passt überhaupt nicht mehr. Also nichts ist mehr so, wie es mal war. Wir bekommen die Veränderung bei ihm liegen. Und wir haben Bewegung. Wie gesagt, wir haben das nicht straight hier komplett eine Linie ohne eine Baustelle oder einen Stau oder sowas. So ein bisschen was kommt schon, nur liegt es mir alles komplett in der Kommunikation. Also die Kommunikation wird nicht abgebrochen. Er mit sich selbst, vor allem die Kommunikation mit seinem Herzen, habe ich hier sehr viel Aktivität drauf liegen. Dass es zulässt, die Verbindung, diese tiefe Liebe, die tiefe Zuneigung, die Harmonie, die Sehnsucht jetzt nach dir, nach der Geborgenheit. Wir haben hier komplett Sehnsucht mitliegen. Und Veränderung bei ihm in seinem Inneren. Eindeutig, also klarer geht es nicht. Schauen wir, was wir hier noch bekommen. Ja, und egal um welche Person es hier sich handelt, finde ich jetzt absolut als on top hier nochmal mit dazu. Egal um was es hier geht, Beziehungen, Verbindungen mit anderen Personen wird hier komplett gecuttet. Da haben wir auch eine ganz deutliche Veränderung liegen. Also auch wenn du dann denkst, der Moment, da ist noch einer und die dockt hier immer noch so ein bisschen bei ihm an, hier habe ich ja eindeutig den Cut hier auch liegen. Das lässt er oder sie komplett hinter sich. Das wird beendet. Sei es in einer Beziehung, sei es mit Menschen, die ihn immer wieder wie ausgenutzt haben.
wo er eine falsche Sichtweise hatte, vielleicht die ganzen Jahre, egal wie lange. Und da kommt er zu dieser Erkenntnis, er macht hier komplett einen Cut, Schlussstrich. Und da gibt es auch kein Zurück mehr. Na? Also es ist auch, wenn dann die Person immer noch mal wieder hier andockt oder sonst irgendwas, ne? Egal wie und was, er dreht dem Ganzen hier komplett auf den Rücken zu, weil er folgt jetzt hier wirklich seinem Herzen. Und da bist definitiv du, ganz sicher. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier noch bekommen. Also, 10 der Schwerter. Wir haben hier schon ziemlich viel Bewegung mit drin. Finde ich auch sehr, sehr gut. Da ist plötzliches Ende. Plötzliches Ende. Wie gesagt, da gibt es kein Zurück mehr. Er beendet das. Er geht da nicht mehr zurück. Da haben wir ganz viel Bewegung, ganz viel Aktivität in diesem Bereich liegen. Und diese Konsequenz, dieser Schlussstrich, ein konsequenter Schlussstrich wird mit dem Alten gezogen. Nicht mit dir, mit dem, dass er sich immer wieder in sein Kartenhaus oder ein Schneckenhaus zurückgezogen hat und vielleicht immer nicht ehrlich war, engstirnig, verbohrt, wie auch immer, nicht kommunikativ. Aber ganz wichtig, sage ich hier, ist, dass das, was da alles mal gewesen ist, Menschen, die ihn beeinflussen, die ihn immer wieder an der Hand haben, in diese ja, wie eine Marionette auch, was er nie gesehen hat, nie wahrhaben wollte, das wird rigoros beendet, also konsequenter Schlussstrich. Und Abbruch auch von Beziehungen, ganz klar. Dieses Kapitel wird eindeutig beendet. Denn da ist wirklich auch Verrat hier mit im Spiel. Und diese Chance wird ergreifen, die Chance auf die Liebe, denn er möchte jetzt die Zufriedenheit, weil zufrieden ist er mit seiner Situation hier überhaupt nicht. So, jetzt haben wir noch 8 der Kelche. Er ist enttäuscht, das, was er auch mitbekommen hat, enttäuscht aber von sich selber, was wir vorhin ja auch gesehen haben, wir haben hier nochmal die Enttäuschung von sich selber, dass er es nicht gecheckt hat, was hier wirklich Sache ist. Und da ist wirklich das Herz, diese Schwere vom Herzen, die wir auch sehen, das ist das, was ihn immer wieder mitnimmt. Und er weiß aber, das ist einfach diese Blockade, die er hat. Und diese Blockade wird auch gelöst, denn hier geht es wirklich in die Leichtigkeit. Leichtigkeit, was die Liebe auch betrifft. Und vor allem, dass auch dieses Suchende, dieses Kraftlose, was gezeigt wird, aber du bist, dieses Herz, die Liebe zu dir, gibt ihm immer wieder Kraft, vor allem, was ich jetzt wunderschön finde, die Zuversicht noch mit dazu. Und da kommt auch hier diese Vitalität mit rein und dieses Suchende, da kommt er immer mehr hin, weil die Entscheidung, wie ich vorhin gesagt habe, ist getroffen und da hat auch die Suche ein Ende. Weil er weiß ganz genau, wo er hinkommen möchte. Und das ist wirklich seinem Herzen folgen. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen Tag. Tschüss!